Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit dem VfL und das vorletzte Heimspiel in dieser Saison. Wir können jetzt ganz offiziell den Stempel drauf machen und die Sache Champions League eintüten. Das Thema ist damit beendet, offiziell, nämlich wenn wir entweder gewinnen, selber gegen Hoffenheim, oder aber Dortmund verliert in Leipzig oder, ja, oder in beiden Fällen unentschieden geht die Partie aus. Union könnte uns noch überholen, rein rechnerisch. Auch bis zum letzten Spieltag, wie ihr sehen könnt, ne, 5 Punkte von möglichen 12 haben wir dann nur Vorsprung drauf. Aber ja, solange wir unsere Hausaufgaben machen, sollten wir Minimum jetzt nach diesem Spieltag die Champions League eintüten können. Die Conference League haben wir sicher. Die Europa League ist so gut wie sicher. Da fehlt nur noch ein Punkt. Ne? Auch von da vorausgesetzt, selbst wenn wir verlieren, auch Augsburg sollte dann verlieren, dann sind wir auch mit dem Thema Europa League durch. Und haben uns auch in der Hinsicht schon mal die Teilnahme gesichert. Ja, wir haben jetzt ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, wir haben jetzt schon einiges an Verletzungspech in letzter Zeit. Auch der ein oder andere Spieler hat jetzt kleinere Wehwehchen erlitten. Und dadurch haben wir natürlich eine kleine Personalnot. Wir kommen aber jetzt erstmal zu den vereinsinternen News, bevor wir dann weiteres sehen. Da sehen wir es nochmal, was ich gerade meinte, weil sonst ist auch einfach nicht viel passiert in der Saison, in der Woche. Da haben wir es nochmal schwarz auf weiß halt. Conference League Teilnahme ist sicher. Die kann uns keiner mehr nehmen. Ich habe jetzt nochmal eine Ansprache auch an die Mannschaft gehalten. Wo sieht man es? Ich glaube hier, genau. Wurde sehr gut aufgenommen. Ne? Also 25 Spieler, ihr fanden ihre Mannschaftsansprache inspirierend. Da haben wir den richtigen Knopf gedrückt, so gesehen. Hoffentlich, ja, kommen jetzt auch Taten, so gesehen. Also lassen wir Taten folgen, beziehungsweise die Spieler lassen jetzt nicht nach. Dann schauen wir uns Hoffenheim an. Wieder eine Mannschaft, die Flügelspiel praktiziert. Ich glaube, die haben ihr System auch geändert. Ich meine, die haben in der Hinrunde noch Gegenpressing gespielt oder Ballbesitzfußball. Ich glaube, aber Ballbesitz. Bei denen sieht es aktuell nicht so gut aus. Ne? Die haben das oder die erleiden gerade den Ablauf, den ich befürchtet hatte. Schauen wir uns mal nämlich an die Statistik der letzten Spiele. Lief jetzt nicht ganz so prall. Im Pokal ist man zwar im Finale, also im DFB-Pokal. Man hatte Chance gegen Dortmund noch die Saison so gesehen zu retten. Wartet aber jetzt DFB-Pokal ausgeklammert seit 5 Spielen auf einen Sieg. Ja, so ähnlich wie wir auch gegen Mannschaften verloren, wo man eigentlich gewinnen muss, wenn man oben sich festsetzen will. Hat jetzt auch kein leichtes Abschlussprogramm. Und steht aktuell auf dem 8. Platz. Ne? Die waren jetzt wirklich auch so, sag ich mal, 80, 85% der Saison im europäischen Bereich unterwegs und sind halt aktuell 8. Die sind echt durchgereicht worden jetzt in der Saisonphase, wo sie halt dann auch jetzt seit 5 Spielen auf einen Sieg warten. Läuft extrem schlecht, würde ich meinen, aktuell für die Hoffenheimer und sieht auch eventuell fürs Saisonfinale nicht so prall aus insgesamt. Da hat sich sonst aber auch nichts getan, wie ihr sehen könnt. Ne? Keine Ab- und Zugänge im Sommer. Und dadurch kommen wir dann auch schon auf unsere eigene Formation. Ja, da muss ich weiterhin puzzeln. Ich gehe aber trotzdem hier wieder ein bisschen auf die Kompaktheit, um da ein bisschen das Flügelspiel eindämmen zu können, verhindern zu können. Ne? Wir reagieren ein bisschen mehr auf den eigenen Gegner, auf den Gegner als unser eigenes Spiel selbst. Ist jetzt aber nicht so verkehrt gewesen. Bis dahin, wir sind ja selber jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen. Das ist eigentlich ein richtig guter Zeitpunkt, um so eine Serie jetzt zu haben, ne, im Saisonfinale. Ein Sieg wäre natürlich jetzt Bombe, hatte ich jetzt ja schon mehrmals erwähnt, warum, ne? Ja, und von daher dann noch die kleinen Änderungen in der Formation selber. Die sind aber eigentlich übersichtlich im Vergleich zum letzten Mal. Letztes Mal hatten wir ja mit einem Zweiersturm gespielt, hier wieder dann dementsprechend Flügelspiel, Quateng rechts, nach längerer Zeit mal wieder drin. Auf der Bank sogar Jimmy und Paciencia dabei, mit denen ich eigentlich so gar nicht mehr geplant hatte. Aber ja, mir bleibt nichts anderes übrig, ne? Und Soares erhält den Vorzug vor Wittek. Letzte Zeiten etwas formstärker und daher spielt er von Anfang an. Und ja, das war es eigentlich soweit nochmal. So, sehen wir nochmal den Gegner, die Aufstellung. Da hat sich jetzt, wenn ihr gerade links im Bild geachtet habt, bei der taktischen Ausrichtung nichts geändert. Ich hoffe mal, hier gibt es auch wieder nicht so einen Kniff wie zum Beispiel gegen Freiburg, wo da Junior Adamu im Sturmzentrum stand und dann hat doch Höhler gespielt. Also entweder ist es ein Bug oder halt Absicht vom Spiel selber, so gesehen, dass man so sagen kann, der Trainer hat geblufft oder so. Bleibt abzuwarten. Wir nehmen auf jeden Fall Agu, Karabek und Kramaric in Manndeckung.
um da ein bisschen die Gefahr zu minimieren. Karabek hier auch der formstärkste Spieler aktuell und der bekommt eine Sonderbehandlung, eben wie gerade gesagt, wie Agu und Kramaric auch. Welcher, der letztgenannte, auf meinem bester Assist, ja, oder auch eigentlich Topscorer ist mit 10 Stück, 4 Tore, 6 Vorlagen, bester Mann im Kader. Daher nehmen wir sie in besonderer Handlung oder heißen so speziell willkommen im Ruhrstadion. Ja, und das war's eigentlich. Kurz und knapp wieder, nicht viel los und wir gehen ins Spiel. Ja, Möglichkeit auch noch Daschner zu bringen auf dem Flügel wäre auch noch eine Option. Aber viel haben wir da nicht mehr halt. Nächstes Spiel wird Broschinski aber auch wieder dabei sein. Hat es jetzt halt nicht gepackt zum Saisonbeginn, zum Spielbeginn da dabei zu sein. Reingabe gefährlich von Soares, nicht so schlecht direkt zu Beginn. Aber die Hoffenheimer können locker flockig klären. Können jetzt eigentlich in diesem Spiel auch immer mal gucken, was die Konkurrenz macht. Habe ich ja sonst die ganze Zeit gar nicht gemacht so. So, okay, Kramaric, ein Vogt. Und der flattert und geht aber deutlich drüber. Im Spiel haben wir in Hoffenheim 2-1 verloren. Und in irgendeinem Part habe ich gesagt, wir haben es bisher nicht geschafft, gegen den Gegner in Hin- und sowie in Rückrunde zu gewinnen. Aber Dortmund zum Beispiel, da haben wir beide Spiele gewonnen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe. Fiel mir hinter im Nachhinein ein. So, viel bekommen wir aber nicht auf die Kette aktuell. Paul Hoffmann mit einem guten Passspiel. 95% Quote. Soares leicht verletzt. Wir haben echt Verletzungssorgen, ne? Und Pech vor allem, was hier so abgeht. Aktuell würde ich sagen, gebe aber kein Risiko ein. Kommt Wittek rein. Vielleicht mal dieses zwanghafte Flügelspiel mal vielleicht weg ausstellen. Wäre mal eine Variante. Dann läuft es vielleicht besser. Oh, Ordetz. Aber leider zu unplatzierter Kopfball. Aber auch ein Spieler. Also Ordetz, da bin ich echt geneigt dazu zu sagen, nochmal ein Jahr verlängern. Die Laie. 4 Tore, Abwehr, gefährlichster Mann in der Abwehr insgesamt mit 4 Toren. Oh, Ball einfach mal weit raus nach vorne. Bernardo. Wittek. Wieder zurück auf Bernardo. Serbien, schlechter Pass. Das haben wir auch öfters jetzt schon gehabt. Ne? Das langsamer Spielaufbau führt dazu, dass wir dann irgendeinen Rotz da fabrizieren nach vorne. Halt raus, das Spiel bereit gemacht. Kramaric. Agu. Abgeblockt der Beschuss. Nsoki, der Albtraum aus dem Hinspiel mit seinem Doppelpack. Berisha. Kaderabek angeschlagen. Spielt aber weiter. Aufpassen, da starten sie in die Lücken. Sehe ich schon. Ja, Leute, sag mal, wie lange dürfen die denn hier am Ball bleiben? Weghorst ist durch, Pfosten und Passler klärt. Ja, schon drum gebettelt, ne? Kann man echt sagen. Solange wie Hoffenheim sich hier die Kugel zuschieben durfte. Oh, jetzt wieder ganz gefährliche Eckballvariante für uns. Haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht bisher. Kramaric und der Schlenzer geht ins Tor.
Keiner beim Spieler, ne? Obwohl ich sage, Ostage soll den Spieler selbst in die Manndeckung nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wieder gelöscht wurde, die Einstellung. Ne. Nicht beim Mann. So haben wir jetzt leider nicht gesehen, aber ja. Lässt sich ja eh nicht ändern. Mann. Ja, das schreit nach einer Systemumstellung gleich. Da kommt gar nichts zusammen, ne? Aber so wirklich absolut gar nichts. Eckball. Scheint wirklich nach einer Niederlage auszusehen. Das ist wieder ein kaputter Satz gewesen. Riemann. Scheint die erste Niederlage im 7. Spiel jetzt zu geben. 6 halt ungeschlagen. Meine Güte, erzähl ich einen Stuss. Ja, Quarteng 1A, der Kopfballversuch. Masovic klärt, Osterhage auch raus, den Ball. Man kann sich nicht befreien, man sieht's, ne? Hoffenheim hat uns richtig eingeschnürt da hinten. Naja, das sieht gleich echt nach. Hier wird durchgewechselt gleich. Die offensiven Flügel, die finden gar nicht statt. 6-3, 6-5. Ein Spiel zu vergessen bis dahin. Osterhage, stabiler Fehler, lässt sich den Ball schlampig abnehmen. Stach zum Glück daneben. Also das ist komplett abenteuerlich, was hier abläuft in der ersten Halbzeit. Da brauche ich eigentlich gar keine Ratschläge, das sehe ich selber, ne? Haut Weghorst schlecht. Läuft gut, meine ich. Spielt gut. Auf den anderen Plätzen. Schauen wir mal nach. Dortmund liegt hinten. Das ist natürlich gut für uns. Und Union spielt erst am Sonntag. Auf jeden Fall ganz gut. Auf jeden Fall insgesamt. Bayern spielt da abends. Ja, okay. So, umgestellt haben wir, wie ihr schon sehen könnt. Bero kommt so gesehen dann rein. Nur ein Wechsel. Bero für Quarteng. Und zwei Wechsel und Schlotterbeck für Ordetz kommt dann in die Mitte. Also da müssen wir reagieren. Das läuft extrem schlecht gerade. Das ist schon echt besorgniserregend. Auch wenn es jetzt noch nach wie vor für uns läuft, ne, also könnte schlimmer sein, auch weil die Gegner, also weil Dortmund halt hinten liegt. So, hält mich hier um Kopf und Kragen. Kann halt nur besser werden. Ansonsten gleich noch Daschner für Serbien, wenn es so weitergeht. Wenn wir da echt quasi keinen zweiten Stürmer auf dem Platz haben. Ja, nochmal ein bisschen was rausgekitzelt. Reaktion ist jetzt nicht ganz so schlecht. Auf jeden Fall reagiert keiner darauf jetzt negativ. So richtig. So, genug gesehen. Da vorne bringen wir jetzt erstmal Daschner. Ja. Sonst haben wir da nicht mehr viele Möglichkeiten. Könnten jetzt noch Opoku bringen für Schlotterbeck. Dann geht Masovic in die Mitte. Nicht für Schlotterbeck, für Bernardo so gesehen. Dann geht Schlotterbeck auf den linken Flügel so gesehen, auf die linke Seite einfach. Wäre noch eine Variante. Ja, komm, Hofmann ist eh schon platt, kann man sagen. Da bringen wir hier Pacencia. Vielleicht trifft er jetzt mal endlich. Ändern wir ein bisschen das System. Und zwar Pacencia wird jetzt hier zum Stoßstürmer.
beziehungsweise immer wieder hier die Rolle, ne? Und Daschner, hängende Spitze unterstützen. Ja, da tut sie gar nichts. Kann man die auch mal ein bisschen besser im Griff, aber naja. Wie ihr schon sehen könnt, ne? Keine richtige Chance. Schauen wir mal, was der nicht da. Was mache ich denn jetzt hier? Was machen die Dortmunder? Da liegen 3-0 hinten. 3-0 hinten. Hoffenheim rutscht nochmal rein, dann in die Plätze da nach oben. Verdrängen Leverkusen und Augsburg. Oh, Heidenheim führt in Darmstadt. Mainz mit einer wichtigen Führung. Ja, dadurch verabschieden sie sich auch mehr oder weniger aus dem Abstiegskampf. Ja, also Stand jetzt können wir uns bei Leipzig bedanken, definitiv. Und dann nur noch hoffen, dass Union auch nichts reißt oder zumindest nur ein Unentschieden holt. Dann haben wir noch das direkte Duell gegen Union. Das wäre ja dann in der Hinsicht noch der Trostpreis. Aber wir können auf jeden Fall eine Dankeskarte an Leipzig schicken. Die Postkarte, Dankeschön für die Schützenhilfe. Ja, das ist echt ein Spiel, aber da kommt ja gar nichts zustande. Ne? Das ist ja eine gruselige Leistung. Insgesamt. Abwehr hat sich jetzt stabilisiert zum Glück. Aber die Schüsse, die wir aufs Tor bringen, die sind echt mies. Ja, und somit haben wir dann beide Spiele gegen Hoffenheim verloren. Ja, müssen wir halt irgendwie wegstecken. Aber wie es aussieht, also von der Reaktion im Stadion würde ich meinen, wir haben es dann halt gebackt. Na ja gut, was soll ich jetzt noch getan haben in den letzten Minuten so gesehen. Ne? Also die Champions League haben wir wohl sicher. Trotzdem wütend. Jawohl, das war der 31. Spieltag. Kommen wir dann wieder zu den einzelnen Ergebnissen. Am Freitag verliert Leverkusen zu Hause gegen Stuttgart 0-1. Dann kommen wir zum Samstag. Darmstadt-Heidenheim 1-2, Mainz-Köln 2-0, 3-0 für Leipzig gegen Dortmund. Freiburg-Wolfsburg trennen sich 1-1, wir verlieren 0-1. Jetzt ist die Serie auch gerissen so gesehen. Und Bayern 3-1 gegen die Eintracht am Sonntag. Und das Ergebnis ist, komme ich gleich zu, wichtig. Augsburg besiegt Bremen 1-0, Gladbach-Union Berlin 1-1. Und dann kommen wir zur Tabelle. Bälle mal ein bisschen detaillierter. Wir sehen, ne, also Champions League, Conference League, wie schon erwähnt, haben wir ja sicher. Schlechter als Platz 6 können wir jetzt auch nicht mehr werden, da die Dortmunder ja verloren haben. 9 Punkte sind zu vergeben. Wir haben ein deutlich besseres Torverhältnis. Also auch da sind wir eigentlich schon mal mehr oder weniger durch. Müssen jetzt das Duell natürlich nur abwarten, das direkte gegen Union. Aber da Augsburg gewonnen hat, sind wir noch nicht komplett durch. So gesehen, 7 Punkte sind es noch. 9 haben wir. Sind 19 zu vergeben, 7 haben wir Vorsprung. Daher im nächsten Spiel gegen Union können wir echt den Deckel drauf machen. Wir müssen einfach da im Idealfall gewinnen. So sieht es aus. Im Abstiegskampf sehen wir Werder. Die sind, ja, zwar vielleicht noch ein bisschen früh, aber auf jeden Fall fast weg vom Fenster. 5 Punkte auf den Relegationsplatz, 6 Punkte auf den rettenden 15. Platz. Das sieht nicht gut aus. Auch Wolfsburg muss jetzt echt nochmal Gas geben, dass die da nicht den Anschluss verlieren. Also für beide Mannschaften heißt es so gesehen noch, eigentlich sollten sie mehr die Relegation im Auge behalten, statt die direkte Rettung. Mainz würde ich sagen, ist durch. Glaube ich nicht, dass die das jetzt noch aus der Hand geben. Und Köln muss aufpassen halt, dass sie da nicht noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Ja, so würde ich sagen, so eng sind dann die Kreise letztendlich. Ne? Bis Platz 14 würde ich sagen, ist es ernsthafter. Heidenheim hat auf jeden Fall die Klasse gehalten. Jetzt also direkt absteigen können sie nicht mehr. Das Thema ist durch. Im bösesten Fall rutschen sie noch auf den 16. Platz ab.
Aber ich würde echt sagen, Mainz und Heidenheim haben sich hier verabschiedet und von Köln abwärts geht es dann nur noch ums blanke Überleben. Ja, das war's für den Part auf jeden Fall. Leider verloren, siebte Niederlage, aber ist halt verkraftbar, so gesehen. Könnte schlimmer sein. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, bis bald.